Jacob! Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Das ist nicht gut. Es muss doch einen Weg darauf geben. Moment! Ich glaube, ich kann... Okay, ich kann die Konsole mit Strom versorgen. Wir können nicht den gleichen Weg zurücknehmen. Wir müssen den Lift reparieren. Ich weiß, lasst mich kurz mal was versuchen. Verdammt, der Aufzug steckt fest. Die Schiene sieht durchgerostet aus. Okay, schaut euch um. Sucht etwas, um ihn loszukriegen. Schon dabei. Schalltafel versuchen. Nützlich sein. Da muss ich hin. Vielleicht kann ich die Seile durchschneiden. Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden.
ein Teil der verlorenen Stadt sein? Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen, auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Wieder getrennt. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Diese Ruinen sind unglaublich. Oh nein! Offenbar hatte Anna recht mit der verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo hier unten sein. Erzähl, ob ich so recht sprechen kann. Es wird ein anderer Weg hier raus sein. Gefunden! Nein, nicht mehr leben! Mach dich bereit!
Mir ist klar geworden, dass unsere Kommunikation sabotiert wurde. Ihr habt meine Nachrichten vermutlich schon länger nicht erhalten. Aber ich sende weiter, wie es meine Pflicht ist. Einheimische haben uns an mehreren Fronten angegriffen, nachdem wir sie mit den Hinrichtungen ihrer Leute unter Druck setzen wollten. Es sind weit mehr, als wir je angenommen haben. Es ist klar, dass sie von der anderen Seite des Berges kommen und ihre Revolte schon seit Jahren gut geplant haben. Wir sind ohne Strom und Wasser und der Winter steht bevor. Die von uns, die noch hier sind, reisen bald ab. Wir haben einen Zug und wir werden so viele Aufzeichnungen und Artefakte mitnehmen wie möglich. Kann die Tür mit diesen anderen Kabeln aufreißen. Vor mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. Ist an der Tür verankert. Er könnte schwer genug sein, um sie aufzubrechen.
Da, bei den Wandbildern. Gib mir Feuerschutz! Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adligen. Die Klinge ist in der Nähe des Griffs abgebrochen. Ist das im Kampf passiert?
nicht stark genug. Es muss einen Weg geben, ihn mit der Seilwinde ins Wasser zu ziehen. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf.
Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas. Auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend.
Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist vorsichtig. An Ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Sie ist eine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger. Und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Alten Funkgerät und bring den Generator zum Laufen. Wir müssen noch eine letzte Nachricht absetzen und so die anderen Siedlungen warnen. Ich tue, was ich kann. Ihr zwei, ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Klippen und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, will ich es wissen. Ja, natürlich. Wenn wir etwas sehen, blasen wir die Hörner. Geht mit Gott. Wir müssen sie um jeden Preis vom Akropolisturm fernhalten. Wir schicken die Familie nach unten in die Katakomben. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein, aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Aber wir müssen den Feind hier auf dieser Seite des Tals beschäftigen. Sophias Krieger haben schon gegen die Eindringlinge gekämpft. Sie sind offenbar gut ausgerüstet. Ja, aber wir kennen das Tal. Wir nutzen die Ruinen und den Wald zu unserem Vorteil. Ich bete, dass du recht hast. Sie haben Helikopter. Wir sollten damit rechnen, dass sie aus der Luft kommen. Das sind die Sowjets auch. Dann bleiben wir unter den Bäumen. Was sie nicht sehen können, können sie nicht treffen. Uns nieder, egal wo wir kämpfen. Wir kennen dieses Land besser, als sie es je werden. Vergiss das nicht. Verdammt. Hätten wir nur einen Tag mehr zur Vorbereitung. Aber wir können sie vertreiben, oder nicht? Du warst da, als wir die Sowjets vertrieben haben. Die Leute müssen hören, dass wir das nochmal schaffen können. Damals habe ich es auch nicht geglaubt. Und es hat 10 Jahre gedauert. Wir sagen besser gar nichts. Jacob und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben.